Hallo Adrian. Aber du musst es so sehen, die beiden sind noch human. Sei froh, dass du heute Morgen oder gestern Morgen das Captain Venikose nicht mitgekriegt hast. Oh, Habt das ihr sind ja aber mal auch noch Handelsweise aufgedreht oder was? Nee, wir sind tatsächlich relativ human gewesen. Ich wollte gerade sagen, also für ihre Verhältnisse waren sie human. Die schlimmsten Sachen waren halt versehentlich. Die Abschüttelsequenz. Okay, Abschüttelsequenz wird das erste sein, das man im YouTube-Wort hört. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Spaß mit dem Run. Sehr viel Spaß. Euch schon mal eine gute Nacht und bis nach dem Schlafen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Hab viel Spaß. Wir versuchen's. Und das Kopfkino. Hören uns nach dem Run wieder. Oh Gott. Ja. Super Metroid. Muss man eigentlich noch irgendwas zu dem Spiel sagen, so? Oh, nö, eigentlich Oder nicht. ich glaube, es ist bekannt. Ich glaube, man weiß, was das für ein Spiel ist. Genau. Wir spielen aber nicht das normale Super Metroid, sondern einen Randomizer. Und in dem Fall darf der Chat sogar mal etwas beitragen zu diesem Randomizer, nämlich wir spielen Chat Plays Randomizer. Das bedeutet nicht, dass der Chat jetzt das gesamte Spiel steuert, weil sonst würde die Estimate nicht 1,5 Stunden gehen, sondern 1,5 Jahre. Sondern immer wieder wird die Runnerin Frey einfach sagen: Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wohin zu gehen, und der Chat darf dann entscheiden, per Mehrheit, wo wir hingehen. So, der ganze Randomizer basiert auf dem Dash Randomizer. Da sind ein paar Kleinigkeiten anders als in anderen Randomizern, nämlich öffnen uns Bomben, einen Zugang in Wreckship, einen Tank, den man da sich da holen kann. Der Spacer ermöglicht uns ein Item in Waterway, also in der Nähe von, also im Bereich von Brinkster und in Botwana Hallway in Meridia zu erreichen. Somit hat der Spacer dann auch ein bisschen mehr Nutzen und ja, ist ganz, ganz nett. Ach, da haben wir ihn sogar. Ja, da haben wir ihn direkt. Das ist ganz gut. Ich trage währenddessen auch immer mal wieder ein, was für Items wir haben. Ach so, hast deinen eigenen Tracker quasi Ja, offen da. ich habe Ah, den ist cool. eigenen Tracker extra offen, damit ich auch ein bisschen sowas sehe, weil ich habe ein kleines Problem immer mit Metroid. Ich weiß irgendwann nicht mehr, wo wir genau sind, weil wir uns so schnell bewegen, dass ich dann das doch vergesse. Interessanterweise ist es der Fall, dass. Oh, okay. Ich wollte gerade Ah, sagen, jetzt. bis jetzt habe ich nur zweimal diesen Run gesehen und beide Male waren Morphing Ball und auch die Bombs an derselben Stelle. Und ich dachte bis jetzt, okay, das ist immer in diesem Randomizer der Fall. Scheinbar aber nicht. Okay. Aber sogar schon super Missiles bekommen. Ja, das ist auch schon mal ganz gut. Damit haben wir zumindest einen Spot mehr. Bis jetzt können wir gar nicht so viel machen. Oh, gut, jetzt haben wir Missiles. Die helfen uns auch nicht wirklich. Okay. Bis wir nicht irgendwie ein Item wie, was weiß ich, Space, irgendwelche Suits kriegen oder vielleicht Bomben, die Morph-Bomben. Ja, haben wir nicht so viele Spots. Also aktuell irgendwie drei, vier Stück. So. Insgesamt gibt. Also, Sag du. Achso, ich wollte gerade fragen, Hellruns sind, glaube ich, in einem Randomizer jetzt nicht unbedingt immer die beste Option, ne? Doch, sind sie dieses Oh, Mal. okay. Der Dasher Randomizer, ich war halt nämlich noch nicht so. Also, es wird sich gerade so schnell bewegt, dass ich noch gar nicht alles erklären konnte zu dem Randomizer. In diesem Randomizer wurde der Gravity und der Warrior Suit ein bisschen geupdatet, dass die ein bisschen mehr Schaden einstecken als normalerweise. Der Gravity würde im normalen Spiel und in den meisten Randomizern nur 25% Hitze. Nee, warte. Ja, 25% Hitze einstecken. Oder reduzieren. In diesem Fall 50%. Das heißt, wir können uns auch unten in Norfair ein bisschen bewegen, und der Hellrun ist dann nicht so ganz hell. Weil wir dann auch an einigen Spots uns ein bisschen Leben zurückholen oder ein bisschen Energie zurückholen können. Auch eine Sache ist, wir haben von Anfang an einen verminderten Charge Beam, der mit 30% Schaden macht, womit es uns auch möglich ist, Bosse überhaupt zu Oh, treffen. Screw Attack, Oh, okay, geil. Screw Attack ist ziemlich gut. Wenn wir jetzt können wir auch
ja, einfach durchrennen und ohne uns große Sorgen zu machen, drauf zu gehen. Mhm. Oder weil wir einfach Schaden machen können die ganze Zeit. Das ist ziemlich cool. Ich hab bis jetzt noch nie das Glück gehabt, so früh Screw Attack in einem Randomizer zu haben. Ich auch nicht, aber ich habe auch noch nie einen Randomizer gespielt von Super Metroid. Ich hab bisher nur einen versucht anzufangen, aber da habe ich eine andere Version von einem Randomizer benutzt, nicht den Dash, denn es gibt sehr viele Metroid Randomizer, die unterschiedlich die Sachen randomisen. So drei bekannte sind, lass mich gerade den Namen nochmal nachgucken, der Desi Randomizer, der in dem Sinne wirklich das komplette Spiel voll, okay, ich weiß nicht, warum wir jetzt das Spiel neu starten, interessant. Auf jeden Fall den Desi Randomizer, der wirklich alle Items in einen Pool wirft und die shuffelt. Mhm. Dann den Total Randomizer, auf dem auch der Dash Randomizer basiert, der die Items in zwei Kategorien einordnet. Einmal die Major Items und die Minor Items. Die Major Items sind dann in dem Sinne Energy Tanks, Reverse Tanks, glaube ich auch, bin ich mir gerade aber nicht sicher. Und halt die normalen Progress Items, also alle Suits, alle Angriffe und sonstiges. Und als letztes haben wir noch den Chozo Randomizer, der das Spielziel ein bisschen abändert, dass man nur zum Finale an bestimmten Statuen ran muss und dort in dem sowas aufsammelt. Mhm. Ja. Übrigens, ganz kurz, sie hatte jetzt neu gestartet, weil sie was in der Steuerung umgestellt hat. Ich weiß nicht genau, was sie an der Tastenbelegung verändert hat. Sie hat aber auf alle Fälle den Moonwalk mit reingemacht. Achso, ja gut, das ist interessant. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Der war bis jetzt immer an. Das kann sein, dass sie es vergessen hat am Anfang. Hm, denke ich nämlich auch mal. Ja, aber in dem Sinne, alle Randomizer, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, werden im Normalfall, okay, da sind wir tot. Mhm. Das ist doof. Wir werden eigentlich alle unter dem Varia Randomizer zusammengefasst, der am aktuellsten und am meisten entwickelt wird. Und somit gerade für Beginner irgendwie angenehmer ist als jetzt der Dash Randomizer. Der Dash Randomizer würde ich wirklich Leuten nur empfehlen, die schon wirklich ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen auch mit Speedrun-Tricks rumhantieren möchten, weil ja, sowas ist in diesem Randomizer eher der Fall, dass man das benötigt. Weil es halt auch keine Einstellungsmöglichkeiten gibt. Der ist also immer gleich schwer. Mhm, okay. Oh, ein Reservetank. Ja, der ist doch ganz nett. So. Im Endeffekt ist es ja nur ein besserer, also in Anführungsstrichen, ein besserer Energietank, wenn man so will. Naja, ja. Oder besser ist so eine Sache. Kann halt, also den müssen wir noch auffüllen. Aber wenn er aufgefüllt ist, ist er besser als normaler Energietank, wenn man so will. Aber ich glaube, für den Hellrun würden wir, wenn wir wirklich vorher runtergehen zu Norfair, es doch präferieren, noch ein paar Energy Tanks zu haben. Ja, das auf alle Fälle. So, Sendeplan, ist es Kini. Oder Programm, oder Schedule, oder Next. So. Funktioniert alles. Jetzt gehen wir, glaube ich, das erste Mal nach Bunstar, beziehungsweise das zweite Mal, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und gucken hier ein paar Items ab. Checks ab. Also in dem Sinne ist es jetzt sehr viele Items-Checks erstmal durchgucken und ein paar Items finden. Oh, Ice Beam. Ah, okay, da bist du eine Sekunde. Ja, Ice Beam ist ganz nett. Ice Beam finde ich ganz nett, um sich ein bisschen durchzubewegen. Mhm. Wir haben übrigens eben auch eine Technik gesehen, eine Speedrun-Technik, den sogenannten Mockball. Grundsätzlich bewegen wir uns in Ballform ein bisschen schneller. Beziehungsweise, nein, eigentlich nicht. Eigentlich langsamer. Genau, langsamer. Entschuldigung. Ja, nee. Und in dieser Passage hier, da können wir eigentlich noch gar nicht so durchrennen, weil wir gerade einen Tick zu groß sind, um noch durch die Türen durchzukommen mit normalem Rennen. Wir können allerdings, wenn wir in die Luft springen und im richtigen Moment zweimal nach unten drücken, um halt zum Ball zu werden, können wir die normale Laufgeschwindigkeit beibehalten, sind aber durch die Ballformen deutlich kleiner und können uns da gerade so unter den Türen noch durchdrücken. Das ist der sogenannte Mockball. Ich kriege ihn nicht hin, aber ich weiß, dass es ihn gibt zumindest. Das ist ja schon mal was wert.
Ich weiß auch nur ein paar Tricks. Am Anfang haben wir es auch relativ oft gesehen, dass wir unseren Arm immer wieder so wir sehen ihr hier auch hoch runter machen, damit sind wir ein kleines Stück schneller, weil wir Pixel das irgendwie. Das Armpumping. Das Armpumping, ja. Der Bademantel fragt, ob man mit dem Varia Randomizer auch Glitchless an- und ausschalten kann. Ja, kann man. Es gibt extra, es gibt da extra Presets, die man auswählen kann für Casual, Beginner und dann sogar Speedrunner und sowas. Also man kann sehr viel einstellen. Okay, das ist schön. Ich muss sowieso mal selber irgendeinen Randomizer, also Super Metroid Randomizer ausprobieren. Ja, ich kenne sie auch schon so lange, die Randomizer, aber bis jetzt noch nie eingespielt. Okay. Also bis vor kurzem. Bin ich wenigstens nicht der Einzige hier. Was ich so gut finde, ist, dass die maximale Anzahl an Raketen hier angezeigt wird. Ja, das ist eine Sache, die viele Randomizer heutzutage machen, damit man ein bisschen Track darauf hat, wie viele man jetzt am Ende im Endeffekt hat, um ein bisschen zu gucken, okay, wo könnte ich jetzt lang gehen? Oder beziehungsweise, wo traue ich mich jetzt eher hin? Mhm. Allgemein sind sowohl Missiles, Supers und auch Powerbombs von der Anzahl ein bisschen verändert worden. Es gibt mehr, es gibt, glaube ich, ein paar mehr Powers als im Originalspiel. Aber ich bin mir gerade mit der Anteilung nicht ganz sicher. Und übrigens wird gerade das erste Mal entschieden, ob wir jetzt, wo wir lang gehen, ob wir nach oben oder nach unten gehen. Hier in, jetzt komme ich gerade nicht auf auf den Bereich. Red Tower, glaube ich. Ja, Red Tower. Genau. Ja, da wird gerade entschieden, ob wir nach oben oder unten gehen. Zumindest denke ich mal das. Es ist halt schwer, ohne den Restream gerade richtig zu hören, wo wir was geplant ist. Aber ich tippe mal, dass das die Entscheidung war und wir jetzt nach unten gehen. Mhm. Oh, nur Springball. Ja, gut, solange wir noch keine Bomben haben, ist der Springball tatsächlich mal vergleichsweise nützlich. Ja. Das ist ja so von den, ja, ich sag mal einmal Items, also jetzt abgesehen von Missiles und Energietanks und so, ist der Springball ja für gewöhnlich so das ziemlich nutzloseste Item im Spiel. Ja, ist neben, also wenn man den Spacer jetzt auch mal mitzählt, so ist er eigentlich auch in den Spiel so auch nicht hilfreich. Gut, in diesem Randomizer halt wirklich, weil er uns ermöglicht, an Spots zu kommen, die normalerweise mit dem Speedboost zusammenhängen. Genau. Wir haben normalerweise halt den Bombjump, eine Technik, mit der wir im Grunde beliebig weit nach oben kommen können, wenn wir ein entsprechendes Rhythmusgefühl haben, was bei mir irgendwie immer wieder schief läuft, aber egal. Und mit diesem Bombjump würden wir halt in Ballform auch quasi springen können, aber dadurch, dass uns halt die Bomben immer noch fehlen, können wir es noch nicht machen. Ja. Da ist jetzt halt der Bombjump, der normale Bombjump, oder Springball, so heißt er, ist da ganz nützlich aktuell. So, was haben wir jetzt? Ah, mein Energy Tank, das ist doch ganz nett. Oh. So, ab zwei Energy Tanks kann man sich, glaube ich, schon runter nach Norfair trauen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt probiert wird. Also wir haben ja einen Reverse Tank und einen Energy Tank, also man könnte vielleicht zumindest die obersten Spots absuchen. Mhm. Dürfte aber schon sehr knapp werden im Moment, ne? Ja, wir haben halt noch kein Gravity, nichts, so dass das ist, tot. Richtig. Ist es in dem Randomizer auch so, dass die, jetzt muss ich überlegen, Varia und dann Gravity, dass wenn wir die Gravity Suit einsammeln, dass wir dann automatisch auch die Varia Suit vom Spiel bekommen? Nein. Nicht? Oh, okay. Das ist nicht der Fall. Also man muss beide einzeln sammeln sogar. Beide zusammengeben, dann halt. Jeder einzeln gibt irgendwie 50% weniger Damage, zusammen 75% weniger Damage. Mhm. Also die wurden wirklich gebufft, damit sie auch gefunden werden. Aber nee, es ist so, dass man beide sammeln muss. Okay. Oh, das ist schon mal gut zu wissen. Deswegen, das ist halt auch ganz nett so. Also damit hat jedes Item ein bisschen mehr seinen Sinn oder beziehungsweise wird öfters benutzt. Richtig. Und Heini, keinen. Ich merke schon, der Bademantelmann, der scheint sich ja auch gut auszukennen mit dem, also mit Super Metroid oder mit dem Randomizer speziell jetzt. Okay, wir machen wirklich Hellrun, also zumindest ein bisschen. Mhm. High Jump Boots, ja gut. Ganz nett, aber nicht so hilfreich jetzt. Richtig, wenn man halt den Walljump beherrscht, dann sind die High Jump Boots nicht mehr ganz so.
Ja, aber Wall Jump ist auch einfach. Ja, gut. Allgemein, ich finde die Steuerung in Super Metroid ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man nicht so reinkommt. Gerade wenn man. Okay, das war's. Ah ja, das war Dild. Aber das hättest du auch kaum noch bis in die nächste Tür reingeschafft, eben. Nein. Schade eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der Randomizer jetzt das Item saved. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil im Varia Randomizer, wenn du stirbst, ist dein Progress wirklich wieder bei der Speicherstatue. Und dann heißt es, alle Items, die du davor geholt hast, sind weg. Ja. Aber da gibt es Randomizer, die das abändern? Das kann sein. Also, dass das in dem Dash sogar anders ist, aber ich bin mir nicht sicher. Es wird jetzt gerade nicht, also aus dem Tracker, den wir unten links übrigens sehen, abgehakt. Haben mal einen Speedrun versucht und zwei Randomizer geschafft. Okay. Das ist ganz cool. Ich habe halt mein Problem. Also ich gucke gerne den Super Metroid Runs oder auch Randomizer ab und zu. Das Problem ist, wenn ich selbst spiele, ich verliere mich auf der Karte. Ich finde, die Karte ist manchmal sehr unübersichtlich, wenn man sehr offen sich bewegen kann. Deswegen helfen immer so gute Tracker dabei, die ich, wie gesagt, auch aufhabe. Ja, das stimmt. Um gerade ein bisschen den Überblick zu halten. Also ich kann nicht so schnell... Ah, okay, ja, wir versuchen nochmal die Boots zu holen. Bei mir ist es halt mit Super Metroid so, ich kann, also so Speedruns meine ich jetzt, ich kann halt vom Armpumping über Mockball, über, oder bis hin zur, weiß ich, Bluesuit zum Beispiel, ich kann alles soweit erklären, ich krieg's nur selber nicht hin. Ja, die Tricks sind ja auch manchmal echt schwer. Also richtig. Also selbst solche Sachen wie halt den Mockball, ich schaff's nicht. Ich bin zu doof dazu. Ah, ganz knapp, ganz knapp. Mm. Da hätte es beinahe gereicht. Ja, vielleicht geht es ja auch erst später dahin. Das könnte auch sein. Wir haben ja noch ein paar andere Spots sogar. Das ist nur bei mir so, oder ist euer Commentary dem Stream etwas voraus? Das kann sein. Da müssen wir mal auf dem Server das Ganze aktualisieren. Beziehungsweise Yuki müsste das machen als Regie. Es kann nicht sein, dass auf dem Server im Moment der Delay ein bisschen anders ist als bei uns. Wir gucken sehr unabhängig vom Server. Na, aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Das fällt uns dann ja leider immer nicht auf. Ja, eben der Speedmorph-Ball bzw. Mockball halt ist halt so ziemlich der leichteste Glitch. Und selbst den kriege ich nicht hin. Ja, wie gesagt, die Steuerung in Metroid ist halt auch gerade nicht die netteste, würde ich sagen. Also zumindest für heute. Also sie ist. Man kann sie damit umgehen, aber. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, wenn man auf einem Controller eine Taste gedrückt halten muss, um zu sprinten. Okay. Und dann Tricks dazu einzusetzen. Mhm. Ja gut, aber das, die Steuerung nicht die netteste, ist ja klar. Das heißt ja, ja Metroid, nicht Netroid, ne? Ja gut. Der war schlecht, ich weiß. Ja, der war wirklich nicht so gut. Aber hier haben wir gerade ein paar coole Walljumps geschafft. Ich komme hier selbst mit einem Space Jump nicht wirklich hoch. Oh, und da haben wir gerade einen Damage Boost in dem Sinne gesehen, der uns einmal kurz über die Map gejagt hat. Also Damage Boosts funktionieren in dem Spiel so, weil wenn wir getroffen werden, werden wir halt so ein Stück nach hinten geschleudert. Und wenn wir uns dann, wie in dem Fall jetzt, nach links bewegen wollen, müssen wir uns halt kurz vom Damage Boost entsprechend so hindrehen, dass wir mit dem Rücken in die Richtung stehen, in die wir wollen. Oh, dann lassen wir uns treffen und werden einmal rübergeschleudert. Das ist ganz praktisch und gerade im Speedrun ist es essentiell, um so die letzten paar Sekunden insgesamt noch rauszuholen, um dann wirklich ganz oben mitspielen zu können. So, jetzt geht's wieder hoch. Haben hier, glaube ich, alles geholt. Ich glaube, hier unten gäbe es jetzt auch nichts mehr. Großartig. Okay. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen Track darüber verloren, wo wir überhaupt alles waren. Um zu sagen, wo sie jetzt überhaupt noch hingehen könnte. Ich bin aber auch gerade im Überlegen. Na gut, im Zweifelsfall sehen wir es ja. Wir sehen ja, wie sie sich hier durchbewegt. So, und Yuki hat ja jetzt die Quelle einmal neu geladen. Falls wir jetzt immer noch so deutlich vor dem
Bild sind mit unserem Commentary, dann bitte nochmal kurz Bescheid sagen. Müssen wir mal versuchen, das immer so ein ganz kleines bisschen hinauszuzögern noch. So, weiß ich, dann warten wir mal ein, zwei Sekunden, bis wir dann irgendeine Info von uns geben. Ja, und dann haut das hoffentlich hin. So, jetzt wird die Steuerung wieder geändert, okay. Genau. Richtig, Lai. Übrigens, was ich gar nicht gesagt habe, das eigentlich das Auffälligste, ja, unser Sprite von Samus und dem Raumschiff ist ein bisschen anders. Kann man einstellen. Also nicht im Dash-Randomizer selbst, aber auf dem Reverie-Randomizer kann man die ROM hochladen und dann sagen so, ja, ich möchte mein Sprite ändern. Okay. Das ist ganz nett. So, ja, jetzt bewegen wir uns hier wieder schön durch. Einer der Spots, den ich auch nicht so sehr mag. Frey im Moment auch nicht, wie es aussieht. Nee, die Säure macht's auch nicht so angenehm, hier durchzubewegen. Vor allem die Säure in Kombination mit diesen Greifwürmern, nenne ich sie einfach mal. Ja, aber gut. Sie hat eine Screw Attack. Sie hat den beiden Energy Tank geholt. Ich meinte, wir waren gerade hier oben, dann sind wir gerade eben wohl gestorben. Dann war ich schon wieder ein bisschen Hier wurden wir doch vorhin von einem dieser Würmer erwischt. Ja, stimmt, wir wurden erwischt und dann umgebracht. Ja, gut. Ich glaube von dem da, an dem wir gerade vorbeigegangen sind. Ja. Oder gesprungen, vielmehr. Aber der Raum ist. Sag du erstmal. Okay. Zeit. Ich wollte sagen, der Raum ist natürlich angenehmer mit einer Screw Attack, weil man dann durch die Steine kommt. In meinem Randomizer hatte ich den Fall, dass ich nur Powerbombs hatte und nichts anderes und halt noch einen Space Jump. Ja, ist trotzdem nicht angenehm, da durchzukommen. Ja, glaube ich. Das ist nochmal ganz schlimmer, vor allem wegen der letzten Wall, die man dann irgendwie kaputt machen muss mit einer Powerbomb. So, was wolltest du sagen? Zur Screw Attack, da hatten wir jetzt gar nichts gesagt. Die Screw-Attack sorgt dafür, dass wir während des Sprungs, also während wir im Salto-Sprung sind, da gibt es ja zwei verschiedene Sprungarten hier in dem Spiel, dass wir da unverwundbar sind und dass wir halt den Gegnern Schaden zufügen oder auch Blöcke zerstören können. Wir sind in dem Sinne OP, Samus. Genau. Und die Screw-Attack ist eigentlich das letzte Item, das wir im Spiel finden. Endlich, wir haben die Powerbombs gefunden. Also zumindest eine davon, ein paar Powerbombs gefunden. Damit ist jetzt ein Großteil der Karte frei, vor allem Norfair und auch komplett Winster. Ist die jetzt komplett frei? Also ich kann nochmal gerade gucken. Ja, damit sind Norfair und Winster fast komplett begehbar. Okay. Weil wir halt viele Wände nicht durchkommen. Der Tracker, den du nutzt, ist das so einer, der dir dann auch immer anzeigt, an welche Items du jetzt prinzipiell kommen würdest? Cool. Das ist derselbe, der in den Frey jetzt gerade benutzt. Das ist der Emo-Tracker. Ich tippe, sie benutzt jetzt einfach nur unten dass die Items uns angezeigt werden, weil man sie runnt selbst auch Super Metroid und weiß damit wahrscheinlich auch, wo die meisten Items liegen. Aber es gibt auch eine Map, die man sich anzeigen lassen kann. Und das ist ganz hilfreich. Damit sehe ich halt auch, wo die ganzen grünen Punkte sind, wo wir hingehen könnten. Okay. Ich kenne sowas von A Link to the Past Randomizern. Da hatte ich sowas schon mal gesehen. Oh, ja. Parachute. Ah, cool. Das ist super. Damit sollte uns die Hölle jetzt nicht mehr so eine Hölle machen. Hallo, der Flink. Oh, die sieht aber cool aus. Habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich mir den Einwand angeschaut habe. Also bis jetzt gibt's, glaube ich, habe ich bisher nur zwei Runs gefunden, wo Chat Plays Randomizer ist. Auch beide von Frey. Da habe ich gar nicht auf den Suit geachtet. Ich glaube, das hattest du vorhin angefangen zu erzählen, aber nicht so komplett gesagt. Was genau bedeutet das Chat Place in dem Fall? Achso, eigentlich hatte ich es erklärt, aber ich kann es gerne nochmal gerade erklären. Vielleicht ging es ein bisschen unter. Chat Place bedeutet, dass Frey immer mal wieder den Chat fragt, wie sie jetzt weitermachen soll. Also, wenn wir zwischen zwei Entscheidungen sind, wie jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt Winstar komplett fertig oder gehen wir zu Norfair, dann fragt sie den Chat, okay, wo wollt ihr hin? Und die entscheiden dann. Achso, ich dachte nämlich, als ich die Kategorie gelesen hatte, dachte ich, das ist mehr sowas wie
Weil weiß ich. Twitch oh Plays. Wo, ja, Twitch ja, Plays, genau, Pokémon. Wie Twitch Plays, richtig. Ja, die Sache, das könnte man dann bestimmt auch machen mit einem Randomizer, aber ich glaube, das würde länger wirklich als anderthalb Stunden dauern. Richtig. Weil wir wissen ja alle, wie nett der Twitch-Chat oftmals ist. Wie sehr die daran interessiert sind, dass die Runner schnell durchkommen. Ja, klar. Gar nicht. Die wollen die Leute einfach, also die Runner einfach leiden sehen. Ach, nicht leiden. Die wollen uns einfach allgemein sehen. Okay, jetzt gibt es scheinbar wieder eine Entscheidung, ob wir hoch oder runter gehen. Ich weiß nur nicht, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber alle wollen nach oben. Okay. Ah, wir haben den Grappling Beam. Ja, das ist jetzt noch ganz nett. Jo. Also wir haben halt noch immer noch keinen Space Jump. Ich glaube, wenn wir, oder sobald wir einen Space Jump haben, sind so viele Items eigentlich obsolet, mehr oder weniger. Ja, zusammen mit der School Attack springen wir eigentlich gefühlt auch nur noch überall durch und dann passt das schon. Richtig. Also Space Jump, mit dem können wir effektiv unendlich lange und unendlich hoch springen. Ja. So ähnlich wie es jetzt mit den Wall Jumps ist. Also das, was wir hier gerade gesehen haben, das sind halt Wall Jumps, allerdings in Perfektion ausgeführt, deswegen erkennt man die kaum als Walljumps. Walljumps bedeutet einfach, dass wir, wenn wir gegen eine Wand springen, dann haben wir immer so eine kurze Animation, an der sich Samus da so ein bisschen an die Wand stützt, sag ich mal. Und in dem Moment können wir von der Wand wegdrücken und nochmal springen. Und damit können wir nochmal nach oben springen. Das können wir immer wieder wiederholen, bis wir dann irgendwann, keine Ahnung, bis ganz nach oben gekommen sind. Ist eine Technik, die an sich in der Anleitung damals nicht erklärt wurde, aber man hat es in diesen Demos gesehen, wenn man das Spiel oder den Titelbildschirm einfach laufen lässt und an einer Stelle wird es uns sogar von so ein paar Tieren gezeigt. Ja, viele Dinge werden ja im Spiel eigentlich und auch in der Anleitung nicht erklärt. Ich glaube, der Crystal Flash wird in der Anleitung auch nie erwähnt. Richtig, der Crystal Flash, die ganzen, hießen die Dinger, die Charge Dinger da? Ich weiß was, ich komme gerade aber auch nicht auf den Namen. Ich sage immer Charge Beam oder sowas dazu, aber es ist halt falsch. So. Auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel sprinten und im richtigen Moment halten, können wir halt den Speed Boost nach oben oder zur Seite benutzen, aber ich habe jetzt gerade nicht den Namen. Stimmt. Das ist ja technisch gesehen auch eine geheime Technik, ne? Nee, gar nicht. In Brinstar, wo man das erste Mal den wirklich benutzt, um durch eine Wand zu kommen, kann man zu langsam sein und dann runterfallen. Und da ist dann eins der Tiere, das wir später vielleicht retten. Stimmt. Und zeigt dir genau das. Genau. Das war die Stelle, an der Freya bewusst mal so ein bisschen langsamer gerannt ist. Einfach damit sie den Boden da nicht aufmacht. Ja. Ist eigentlich Save or Kill the Animats? Ja, es gibt eine Incentive dafür. Oh, cool. Aktuell war, also vorm Run waren $5 für Save the Animals. Wir können ja den Chat mal fragen, was ihr bevorzugt. Save the Animals oder Save the Frames bzw. Kill the Animals? Was ist so dein Favorit? Ist immer unterschiedlich. Im Randomizer natürlich Save the Animals, aber es geht hier manchmal auch einfach um Speedruns und dann müssen halt leider Kill the Animals sein. Genau. Es geht leider nicht anders. Gut, aus einer Animation weiß ich jetzt, dass wenn wir die Animals saven, wir selbst sterben, aber hey. Es gibt eine sehr, sehr gute Animation von, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, super. Wenn man danach sucht, Super Metroid Animation, findet man es eigentlich. Wo man am Ende des Videos auswählen kann, ob man die Animals saven oder killen möchte. Und wenn man sie save, verwandeln sie sich auf dem Raumschiff in Wesen und töten dich. Oder bringen dein Schiff zum Abstürzen. Okay. Es ist ziemlich witzig. Seitdem, leider nur noch fast kill die Animals. Meinst du Terminal Montage? Ja, genau. Okay. Habe ich gerade mal geguckt. So, bis jetzt laufen wir hier rum. Auf geht's zu Phantom? Ja, es scheint wirklich nach Phantom zu gehen. So this is Phantom. Der erste Boss. Und kann teilweise, also zumindest in Speedruns, in normalen Speedruns, sage ich mal, kann das so einer der ekelhaftesten Bosse sein. Ja, es je ist nach jetzt Kategorie.
Er ist ja auch nicht der Netteste, würde ich mal sagen. Richtig. Für, ich glaube, gerade für Anfänger von dem Spiel einer der doch mit nervigeren Bosse. Mhm. Ich glaube, gerade in der Reverse Boss Order ist der immer sehr ekelhaft. Ne? Ja. Auch im Randomizer halt, wenn du halt hier als erstes hingehen möchtest und du hast halt noch gar nicht so wirklich, dann kann das sehr gut, sehr, sehr nervig enden. Aber hier haben ja schon so knapp 25 Missiles. Ja, eben, also da sind wir schon, haben wir schon guten Vorrat für diesen Kampf. Genau, und Fatoon hat sehr viel RNG. Ach nein, RNG, der größte Feind von uns. So, das war's. Fatoon besiegt, sehr souverän, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt machen wir hier noch ein paar coole Trickshots, bis die Tür offen ist. Genau. Also da denkt man ja immer, ja, da wollen die Runner jetzt nur ein bisschen angeben mit den, mit solchen Sachen halt. In Wirklichkeit dient das auch dazu, dass man so ein bisschen im Flow bleibt quasi. Wenn man dann einfach nur rumsteht, dann kann es nämlich sein, dass man dann kurzen Augenblick braucht, um wieder reinzukommen. Und so bleibt man einfach, ja, in Anführungsstrichen, man bleibt warm. Ich finde übrigens schön, in meinem Tracker wird mir angezeigt, dass wir noch gar nicht Fantoon machen können. Oh. Ich weiß auch nicht so ganz warum. Vielleicht hast du irgendeinen Gegenstand vergessen? Ja gut, die Sache, der Tracker geht halt wirklich vom fast originalen Spiel aus und nur Glitches. Es kann sein, dass wir durch irgendwas hier schon vorher reinkamen. Aber ich wusste jetzt gerade nicht wie. Aber wobei doch, natürlich, stimmt, wir kommen hier rein. Ich hab die eine Tür da nicht gesehen. Ach so. So, einmal sicherheitshalber gespeichert. Ja. Gar keine so schlechte Idee, nachdem man Fantoon besiegt hat. Ja, man könnte natürlich auch mit Safe States arbeiten, aber das wäre irgendwo cheaten und deswegen machen wir es ja nicht. Wären Safe States in einem Randomizer Speedrun erlaubt? Ich glaube nicht. Also Safe States sind eigentlich nicht erlaubt. Okay. So, wir wollen da jetzt hoch. Oh Gott, wie. Also, wir wollen jetzt genau den Pixel erwischen. Ja, jetzt hat's funktioniert. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, so hat's funktioniert, Springball im richtigen Moment anzumachen. Ja, hat's. Genau. Dadurch, dass wir halt unter Wasser immer noch sehr langsam sind. Achso, unter Wasser funktionieren dann übrigens auch die Walljumps nicht. Ganz wichtig. Oder gut, technisch gesehen funktionieren sie, aber wir kriegen halt so wenig Höhe, dass wir die nicht wirklich nutzen können. Und dadurch mussten wir da jetzt an der Stelle ein bisschen rumtricksen, um da hochzukommen. Ja, wir haben leider noch keinen Gravity Suit gefunden. Genau. Gut, wir bräuchten ihn, also man kann, wenn man will, ohne den Gravity Suit natürlich das Spiel durchspielen, also zumindest den Randomizer, aber ich glaube, für so einen Run will man das eher vermeiden. Das war jetzt nicht ganz beabsichtigt, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass man runter ins Wasser wollte. Da hat der Grappling irgendwie nicht richtig funktioniert. Ja, da muss ich auch sagen, der Grappling, also der Einsatz vom Grappling ist teilweise auch ein bisschen ekelhaft. Okay, also ich sehen wir Damage Boost gerade sehr viele. Mhm. Und waren einfach mal fast für die komplette Map da gerade unsichtbar. We're actually a bit disappointed that Old Mother Brain was power bombs, because we really wanted to see a seed which actually we wanted to see. Sind nicht erlaubt, Safe States, okay. Hätte mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Fürs private Spielen ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, da muss man nicht immer zurücklatschen. Genau. Aber für wirkliche Runs eher weniger. Richtig. So, da haben wir jetzt übrigens auch einen ganz kleinen Trick gesehen, dass wir uns da durch die Decke glitschen können. Spart halt, weiß ich, 2-3 Sekunden an der Stelle vielleicht. Aber es sind halt 2-3 Sekunden. Richtig. Nimmt man mit, zumal es ja auch nicht allzu schwer ist. So, hier mussten wir gerade erstmal alle Gegner nochmal töten, um die Tür aufzumachen. Ja, stimmt, das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt. Nö. Ich glaube, das muss man aber nur einmal machen im Spiel, ne? Nee, also, es gibt ein paar Räume, wo man das wirklich machen muss. Die sieht man aber relativ selten. Es gibt einen Raum voller dieser Käfer. Ich weiß gerade den Namen nicht. Da haben wir übrigens nachgeguckt, welches Item da liegt. Wir könnten es eigentlich holen. Wie gesagt, dadurch, dass wir durch Bomben da in den Raum kommen. Aber ja, für einen Energy Tank müssen wir das jetzt nicht unbedingt tun. Genau. Ja, aber was ich meinte mit nur einmal,
machen in dem einen Raum. Wenn wir den einmal so gemacht haben, dann brauchen wir, wenn wir später in diesen Raum zurückkehren, das nicht nochmal machen. Ja, stimmt. Ja, das ist das wahr. Aber es gibt halt Räume, wo man das jedes Mal machen muss, wenn man da reinkommt. Stimmt. Übrigens, diese Nester, ich nenne sie jetzt einfach mal Nester, die sind manchmal ganz praktisch, um, weiß ich, Energie und Munition aufzufüllen. Stellt man sich daneben, schießt immer, wenn Gegner rauskommen und kann sich da ganz einfach auffüllen. Auf geht's ja. Zur Chose-Statue. Ja, sieht wahrscheinlich aus, dass wir da jetzt hingehen. Was ich gerade sagen wollte, war, ja, diese Nester oder auch diese Röhren sind ganz, ganz gut, um Leben zu farmen. Hätten wir jetzt einen Hellrun machen müssen, wäre es ganz gut hilfreich gewesen, in Kombination halt mit dem Gravity Suit, der uns ja weniger Schaden gibt, hätten wir da relativ leicht durch Norfair gehen können. Das ist die netteste Chose-Statue in Super Metroid. Ja, alle anderen bringen uns einfach nur um. Also die Chose, ich kann einmal ganz kurz so auf den Hintergrund von Metroid eingehen, für die Leute, die es interessiert. Notfalls red einfach dazwischen. Ja, klar. Aber jetzt bietet sich das gerade an. Okay. Also grundsätzlich wurde der Heimatplanet von Samus, als sie noch sehr jung war, von den Weltraumpiraten, angeführt von Ridley, überfallen. Ihre Eltern wurden getötet. Sie selber hat das Ganze überlebt und wurde ab da von den Chozo aufgezogen. Die Chozo, das sind so eine hochtechnologisierten vogelartigen Wesen. Und mittlerweile sind die Chozo aber ausgestorben und es existieren halt wirklich nur noch die Statuen von denen. Dem Planet hier zumindest, also auf Cebes. Ganz wichtig, wir sind auf dem Planet Cebes. Das ist übrigens derselbe Planet, auf dem wir im allerersten Metroid auch sind. Ja, ich hatte früher immer gedacht, so, ich kenne die Map doch irgendwoher. Warum sieht das alles so gleich aus? Ist es einfach dasselbe Spiel, nur neu gemacht? Oder? Ja. Nee. Ich habe aber Ewigkeit gebraucht, um zu merken, dass ziemlich am Anfang in dem Raum, wo wir im Grunde im normalen Spiel das allererste Mal auf Gegner treffen, auf dem Rückweg dann. Das ist ja der Raum aus dem allerersten Metroid, wo wir gegen Mother Brain kämpfen. Ja. Das ist mir Ewigkeiten nicht aufgefallen, dass da diese Kapsel ist, in der Mother Brain halt mal drin war. Ja, jetzt gehen wir gerade hier einen Item-Check nachgucken, wenn wir nicht die ganze Zeit am Boden stecken bleiben natürlich. Hier sind die Gegner auch ein bisschen nervig, weil einmal verklicken kann auch einfach heißen, ja. Jetzt bist du ganz unten und da wieder hochzukommen, ist zwar mit den Energy Tanks ganz nett, trotzdem sehr, sehr anstrengend. Jetzt bin ich gespannt. Der X-Ray, okay. Ja. Das Symbol hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Ja, den X-Ray sieht man ja auch eigentlich in fast keinem Super Metroid Run oder ähnlichem mehr, außer halt man findet ihn im Randomizer. Genau. Ist so genauso mysteriös wie Spawn. Kein Speedrunner. Was ist Spawnspawn? Ja, keine Ahnung. Ich bin mal irgendwo über den Namen gestolpert. Ja. Ich meine, wir werden ihn, glaube ich, auch in diesem Randomizer nicht sehen. Okay. Also Spawnspawn, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer damit gemeint ist, das ist dieser Zwischenboss auf Brinstar, diese große Kugel da, diese große Pflanze, die von der Decke hängt. Und im Speedrun kriegt man die für gewöhnlich gar nicht zu Gesicht, außer in bestimmten Kategorien, also beim Map-Completion so zum Beispiel. Einfach weil wir Spawnspawn eigentlich besiegen müssen, um an die ersten Super-Missiles im Spiel zu kommen. An diese Super-Missiles kommen wir als Speedrunner aber anders ran. Ja. Wir kommen an andere Super-Missiles ran, so. Durch den Mockball. Wollten wir an die rankommen, könnten wir ihn trotzdem skippen, indem wir einfach eine Super-Missile genau in die Wand schießen, wo wir eigentlich auf dem Rückweg reinkommen sollen. Also, genau. Ja. Müssen wir halt den Bildschirm noch so ein bisschen verschieben für, dann funktioniert das. Soll aber wahrscheinlich auch mit dem, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch mit dem, jetzt muss ich gerade den Namen wieder nachgucken, weil ich es vergessen habe, Crystal Flash, eigentlich auch funktionieren, wenn wir im richtigen Moment das machen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Dann baggen wir scheinbar durch den Block. So wie ich das mal gesehen habe. Aber richtig sicher bin ich mir da gerade nicht, ob ich da was verwechseln könnte. Der Crystal Flash ist übrigens auch eine geheime Technik, die aber ins Spiel, also von den Designern gewollt ist. Das ist kein Glitch oder so. Ja. Wenn wir, wie war das, alle Reservetanks müssen leer sein? Ja, wir müssen nur noch, so. Vielleicht mache ich das, klären wir das gleich nach dem Bossfight, weil wir jetzt wieder auf einen Boss stoßen und eigentlich dem kürzesten Boss, wenn wir Glück haben, nämlich Crate. warum Crate ziemlich kurz werden kann, wir können ihn skippen, wenn wir jetzt schnell agieren. Ja, das war auch schon Crate. Oh, okay. Doch nicht. Okay, war doch nicht schnell genug. Der Trick funktioniert nämlich so, wenn wir schnell hintereinander, wenn er hochkommt, Missiles gegen ihn schießen, können wir die gesamte zweite Phase von ihm skippen. Genau. Weil auch die zweite Phase in dem Fall relativ schnell vorbei war. Oh, Gravity Suit. Oh, Gravity Suit, das ist auch ganz nett. Erinnert mich an Jabba the Hutt, genau. Irgendwie schon so ein bisschen. Jetzt, wo du es sagst. Übrigens, hier ist auch ein kleines Easter Egg mit eingebaut. Und zwar, wir sehen ihn jetzt gleich wieder. Hier ist so eine Art Mini-Crate. Und zwar in dem Raum, den wir jetzt betreten, da. Ja, ich wollte gerade sagen, den haben wir gerade eben auch schon mal gesehen, als wir durchgeflitzt sind. Genau, auf dem Hinweg. Und im allerersten Metroid gab es ja Crate und Ridley als Bosse. Und da ist Crate aber nicht ganz so groß gewesen wie hier in dem Teil, sondern eher die Größe, die wir da eben gesehen haben. Also ist das, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es halt so eine Anspielung an den erste Metroid ist. Wird wahrscheinlich so sein. So, weil wir jetzt auch Space Jump. Oh ja, cool. Ich wollte gerade sagen, weil wir jetzt den Gravity haben, könnten wir ja mal vielleicht gucken, ob wir noch irgendwo den Space finden. Wäre auch noch schön. Jetzt können wir in dem Sinne auch überall einfach durchspringen. Weil der Gravity uns jetzt hilft, auch durch Flüssigkeiten wie Lava und Wasser ein bisschen besser durchzukommen und zusammen mit dem Space Jump, ja. Fliegen wir jetzt eigentlich gefühlt nur noch hier durch die Welt. Ich habe gerade Space Jump mit High Jump verwechselt. Aber High Jump haben wir doch schon längst. Ja, High Jump haben wir ja schon längst. Aber der Space Jump ermöglicht eins eigentlich in dem Sinne komplett nur noch zu springen über die Welt. Bademantelmann hat das auch gerade sehr gut formuliert. Ab jetzt wird der Run langweilig. Ja. Also ich persönlich finde ihn jetzt nicht langweilig, aber er wird sehr, sehr sicher auf alle Fälle. High Jumps haben wir nicht. Doch, haben wir. Ah, nee. Stimmt, wir sind gestorben. Wir haben sie geholt, sind aber ja gestorben. Okay, ja. Jetzt holen wir die. Okay. Und hallo, Jannis. So, jetzt haben wir auch die High Jump Boots wieder. Ja. Und wir hatten ja gerade eben über Crystal Flash gesprochen. Um den Crystal Flash zu aktivieren, brauchen wir weniger als 50 HP, 10 Bomben, 11 Powerbombs, 10 Supers und 10 Missiles. Und dann mit einer ganz bestimmten Tastenkombination können wir uns unsere gesamten Energy Tanks wieder füllen. Genau. Die Reservetanks müssen auch leer sein. Ganz wichtig. Genau. Sonst funktioniert das natürlich auch nicht. Und der Crystal Flash, genau wie halt diese Charge-Kombos, ich nenne sie jetzt Charge-Kombos, weil sie so in Metroid Prime hießen, die Charge-Kombos, das sind halt Techniken, die werden in der Anleitung auch nicht erklärt, aber wenn man den Titelbildschirm laufen lässt, dann, also diese Demos, die da auftauchen, da gibt es halt verschiedene Demos und da werden halt einige dieser Techniken gezeigt. Ja, wir haben gerade mal gesehen, zum ersten Mal den X-Ray gesehen, überhaupt in einem Spiel. Wir haben nachgeguckt, welches Item da unten liegt. Genau, waren ja Missiles, glaube ich, nur, ne? Ja, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, waren da nur Missiles. Die holen wir nicht, die brauchen wir nicht. Aber stimmt, dafür ist der X-Ray in einem Randomizer ziemlich gut. Ja, dafür ist er wirklich gut. Auch gerade wenn du Anfänger bist und nicht wirklich jeden Spot kennst, kannst du in Räumen, weil wenn du den Tracker auf hast, natürlich in den Räumen nachgucken und dadurch das sehen. Ja, klar. X-Ray sieht man mit Plasma öfters. Überleg gerade, inwiefern. Ich weiß, mit X-Ray kann man an einigen Stellen ein bisschen glitschen. Gerade gegen den Dragon. No. Ja, man konnte irgendwas bei
irgendwas mit dem auch machen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wofür. Der war in irgendeinem Fight, konnte man mit dem X-Ray ein bisschen Abuse begehen, aber ich weiß nicht, wie genau und so. Das weiß ich jetzt tatsächlich aus dem Kopf auch nicht mehr. Übrigens, wir haben jetzt gerade den Charge-Beam gekriegt. Wir haben zwar von Anfang an halt 30%igen Charge-Beam, sonst hätten wir Phantom und Crate gerade gar nicht besiegen können, weil für beide wird der Charge-Beam überhaupt benötigt. Ja, aber jetzt haben wir halt einen vollen Charge-Beam, das ist ganz nett. Jo. So, hier hinten gibt es jetzt nochmal zwei Items, einmal da oben. Ja, super, Missiles nehmen wir mit. Obwohl, ja. Wir haben ja mittlerweile schon... Wir haben schon genug. Ja, gut. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Ja, kann nie genug Stück, haben. Das sollte reichen erstmal. Und Energietank, ja. Ja, der ist auch ganz nett. Übrigens, oben, also ganz oben links sind ja die Energietanks oder die Energie allgemein. Und rechts davon ist ja dieses Auto, ein Gelb. Plus die beiden Pfeile. Das bedeutet einfach, dass in den Reservetanks, die wir noch haben, dass da jetzt auch Energie drin ist. Die müssen wir halt ganz normal auffüllen, indem wir Energie von Gegnern aufsammeln. Und wenn unsere eigene Energie komplett voll ist und wir dann halt noch Energie von Gegnern sammeln, dann wandert die in die Reservetanks. Daran sehen wir halt immer, dass da halt was drin ist, dass wir da noch so einen kleinen Backup haben. Wir können es halt an- und ausschalten. Also das weiß ich, wenn wir es ausgeschaltet haben, dass die Energie nicht automatisch aufgefüllt wird, sobald wir sterben. Was aber irgendwie keinen Sinn macht, das auszuschalten, meiner Meinung nach. Ja, also so wirklich Sinn macht das wirklich nicht. Also außer du möchtest wirklich sterben, wenn du keine Energie mehr hast. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Ja gut. Oder für einen Crystal Flash. Na, obwohl, nee, da müssen die ja eh leer sein. Ja, da müssen sie ja auch leer sein. Oh, und da haben wir einen Plasma Beam. Das ist auch cool. Hätten wir jetzt nicht eh schon die Screw Attack, wäre der Plasma Beam so richtig geil. Das wäre schon ganz cool, aber wir können sie halt, ja. So, jetzt ist er ganz nett, aber warum auch noch. Der Plasma Beam und X-Ray ist gut gegen Krugmeier und Dragon. Hm? Ja. Auch wenn wir Dragon wahrscheinlich, ja, Dragon war der Boss, in dem man auch mit dem Grapple Hold genau. sich ranschließt, an die, ja, dann war ich richtig im Kopf gerade. Ich habe noch nie eine Strat gesehen bei Krogmeier mit dem X-Ray. Ich habe hab mal ein YouTube-Video gesehen dazu, dass es dazu eine Möglichkeit gibt, aber okay. Wir haben ja eh den Grapple und dann geht das schneller. Mhm. Übrigens, Face Kamera hat sich gerade mal ganz kurz gedacht, unscharf ist viel besser. Ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Mir ist es gerade nur zum ersten Mal aufgefallen. Achso. Ich setze, hä? Da schießt man einen. Achso, ja. Wollte es auch gerade vorlesen. Ja, ich wollte es gerade auch vorlesen. Möchtest du? Dann liest du ruhig vor. Achso. Schießt man aufgeladen Plasma und aktiviert dann schnell den X-Ray. Immer wieder, dann macht der Pro Frame Schaden. Achso. Oh. Also so ein bisschen wie bei Mega Man, der Select-Glitch da. Mega Man auch so eine Reihe, wo ich überhaupt keine Ahnung habe von. Ah, okay. Also gar keine. Ich weiß, dass es existiert. Nee, da kann man nämlich auch, man schießt einen Schuss ab, der macht dann Schaden und eigentlich ist der Gegner dann ja für eine Weile erstmal unverwundbar. Und wenn man dann halt schnell mit Select in das Waffenmenü reingeht und wieder rausgeht, dann ist die Unverwundbarkeit des Gegners weg und er nimmt von demselben Schuss halt nochmal Schaden. Das kann man ganz schnell machen, um Gegner halt quasi mit einem Schuss zu erledigen. Ich muss mal gerade kurz über die Szenerie lachen, die gerade sehr witzig aussah, wo wir den Moonwalk zusammen mit Krogemeyer, der nach hinten geht. Die haben zusammen gedanced. Genau. Und Krogemeyer funktioniert halt so, dass wir ihn beschießen. Und je nachdem, wie viel Schaden er genommen hat, wird er halt nach hinten gedrängt ein Stück. Und normalerweise hat man hier an der Stelle definitiv noch kein Plasma-Beam oder Super-Missiles oder sowas. Und dadurch ist halt der Kampf gar nicht darauf ausgelegt, dass wir mit einem Schuss so viel Schaden machen können. Im Grunde haben wir ihn jetzt einmal getroffen und er ist bis ganz nach hinten durch. So. Aber er ist ganz sicher auch tot und er kommt nie wieder. Ja, nee, überhaupt nicht. Oh, da ist er wieder. Oh. Doch nicht. Ja, sein Skelett ist irgendwie auf die andere Seite gekommen. Ganz genau verstehe ich das bis heute nicht, wie er das geschafft hat, aber... Geht scheinbar. Mhm. So, jetzt gucken wir hier noch das Item nach. Wieder mehr Super Missiles. Also wir haben jetzt richtig viele Super Missiles, okay, das ist auch interessant.
Vinny hat gelogen. Was? Ja, du hast gelogen, du hast gesagt, wir sehen den nie wieder. Ach so, deswegen. Ja, gut. Ich lüge so oft, deswegen musste ich jetzt spezifisch nachfragen, weswegen ich diesmal gelogen habe. Übrigens sehen wir immer mal wieder hier auch in den Räumen, dass wir durch die Säure jetzt ziemlich gut uns bewegen können. Und auch keinen Schaden mehr nehmen. Beziehungsweise ist keine Säure, es ist ja Lava. Genau. Wobei, ja doch, das ist so eine heiß kochende Lava. Es gibt halt im Grunde zwei verschiedene Arten von Lava in dem Sinne. Und die eine macht halt mehr Schaden als die andere. Oh, Lower Northrend Musik. Ich höre sie jetzt zwar nicht, aber ich habe sie trotzdem im Kopf. Die Musik aus Super Metroid ist halt mega gut. So. Ja. Vor allem Lower Northrend. Also das ist so eine der ikonischsten Videospielmusiken überhaupt. So zusammen mit, weiß ich, Mute City aus F-Zero. Und ja, gibt noch so ein paar. Ja, eigentlich alles, was Nintendo irgendwie rausgebracht hat. Ey, wir haben den Speed Booster. Hey. Jetzt können wir auch durch die Räume rennen. Jetzt sind wir noch schneller. Also Estimate werden wir nicht großartig überschreiten. Also überhaupt nicht. Das ist schon mal gut. Ich gucke auch gerade, was da jetzt noch alles fehlt. Das ist unter dem Morphball. Sind das die Morphball-Bomben? Unter dem, wo, was? In dem Tracker meine ich. Ach so, ja, das sind die Morphball-Bomben. Ja, die haben wir bis jetzt immer noch nicht gefunden. Wow. Das kann auch möglich sein, aber bis jetzt haben wir sie auch nie gebraucht. Ja, eben. Ich meine, wir haben ja die Powerbombs, die funktionieren ja im Grunde genauso wie Morphball-Bomben, nur halt besser. Aber alles, was wir mit Morphball-Bomben aufmachen, können wir auch mit Powerbomben aufmachen. Ja, und den Wavebeam haben wir auch nicht gekriegt, aber... Ah ja, stimmt. Ja. Brauchen tun wir den auch nicht. Es fehlen uns halt noch gerade zwei Bosse. Von der... Ich überlege gerade, mit welchem Beam kommt man nochmal durch Wände durchschießen? Das ist der Wavebeam. Das ist der Wavebeam, okay. Es gibt nämlich auch einen Trick, der klappt aber, glaube ich, immer nur bei bestimmten Türen, ne? Also wir können im Grunde durch Türen durchschießen. Es gibt so Türen, die haben oben so ein blaues Symbol oder ein grünes Symbol. Beim blauen Symbol müssen wir halt mit unserem Beam dagegen schießen, um die aufzumachen. Bei grünen Türen wäre es dann... Ach, rote gibt es auch noch. Bei roten ist es eine normale Missile, bei grünen ist es eine Super Missile. Und wir können die aber immer nur eigentlich vorgesehen von der Seite öffnen, auf der das Symbol drauf ist. Da gibt es aber so ein paar Tricks, um da halt quasi durch die Wand durchzuschießen und das Symbol da zu erwischen. Und der Wavebeam, der ist eigentlich dazu gedacht, dass wir halt die Türen von beiden Seiten aufmachen können. Hab wieder was gelernt, Chat. Cool. Hurricane, oh ja. Ah, Hurricane ist auch eine schöne Spielereihe. So, hier sehen wir jetzt auch mit einen Little Needle Trick. Dadurch, dass wir ganz präzise mit unserer Super den Knopf da oben erwischen, kommen wir durch die Tür auf der Seite durch. Ist eigentlich auch nicht so gedacht. Ich meine natürlich Hülsbeck, ich habe mich nur vertippt, Entschuldigung. Mac Apple wird schon wissen, was ich meine. Ja, das sind so eine Türen, die meinte ich. Ja, ja. Die konnten wir jetzt eigentlich nur von einer Seite aufmachen. Ich glaube, wenn dieser das grüne Ding auf der rechten Seite ist, können wir auch von der linken Seite das Ganze aufmachen. Klappt aber halt nur in diese eine Richtung. Ja, das meinte ich ja gerade eben. Mit der Super. Genau. Dass wir da durchkamen. Übrigens ist interessant, ich achte ja auch auf den Main-Chat. Bis jetzt ist auch gar keine Abstimmung mehr so. Weil wir gefühlt fast alles haben und nichts mehr suchen müssen und deswegen eigentlich nur noch losgehen ist. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was jetzt groß gesucht wird. Ich tippe mal immer nur noch die Powerbombs vielleicht. Die Morphball-Bomben meinst du? Mein Morphball-Bomben. Ich überlege aber gerade, brauchen wir die denn unbedingt? Ich meine, die würden einige Sachen ein bisschen schneller machen, weil wir bei den Powerbomben ja immer kurz warten müssen, bis die aktiviert werden. Ja gut, bei Morphball-Bomben auch. Ja, also, nee, eigentlich brauchen wir sie nicht. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum wir den einen Check da abgesucht haben. Und ja, Lay, der wurde 20 Sekunden vorher ausgeführt. Ich habe es halt in dem Moment nicht mitgekriegt, weil ich über Discord kurz angeschrieben wurde. Habe ich es leider verpasst. Ist ja nicht schlimm.
Aber hier sehe ich immer nicht ganz durch. Die müssen wir von hinten erwischen eigentlich, ne? Ja. Da gibt es ja auch einen kleinen Trick. Da gibt es auch einen kleinen Trick, den ich bis heute nicht richtig verstehe, wie der funktioniert. Wenn wir richtig stehen, geht das Spiel aus, dass wir in deren Rücken sind, obwohl wir es gar nicht sind. Und dadurch können wir die dann halt auch von vorne erwischen. Super. Jo. Ich sehe nur immer so, ja, wir machen jetzt Speedboost, rammen uns in die Wand und dann, ja, sind sie tot. Und ich so, okay, was ist passiert? Genau. Ah, jetzt sehen wir. Ridley. Also. Ja, wir sind jetzt den ikonischen Boss so aus Metroid. Genau. Das hat vom Timing her gerade richtig geil gepasst, ne? Jetzt sehen wir Ridley. Als wenn es abgestimmt war. Ja, war's doch. Erzähl. Ja, stimmt, das war abgestimmt. Richtig. Wir haben das ganze Commentary vorher durchgeprobt. Genau. Klappt natürlich auch wunderbar in einem Randomizer. Ne? Das klappt in einem Randomizer gut, das klappt auch in einem Live-Event super. Genau. Funny Thing, hätten wir jetzt den Wave-Beam auch noch gehabt, hätten wir sogar den Mega-Beam, sagt man Mega-Beam? Ich sag immer Mega-Beam dazu, benutzen können hier. Ach so, ja, den... Diesen Verglitschen meinst du, ne? Ja, genau. Genau. Mörderbeam, richtig, so hieß er. Ja, das ist ein Trick, wo wir alle Beams gleichzeitig benutzen. Eigentlich geht das im Originalspiel nicht, weil sich der Wavebeam und der Plasmabeam? Spacer, glaube ich. Spacer und Plasma war es. Ja, Spacer und Plasma sich eigentlich gegenseitig ausschalten. Aber okay, da liegt gerade bei mir der Hauptstream kurz. Ja, war bei mir auch. Also ist nicht nur bei dir gewesen. Gut, ich wollte schon sagen, bitte nicht mehr im Internet. das haben wir schon öfter gehabt bei dem Event. Ja, habe ich auch ab und zu schon gesehen. So. Ich gehe trotzdem immer davon aus, dass es mein Internet. Ja, klar, kenne ich. Aber ja, wir könnten normalerweise Spacer und Plasma nicht zusammen benutzen. Durch einen kleinen Trick könnten wir das machen, was dann dazu Folge hätte, dass das ganze Spiel nicht mehr drauf klarkäme und wir ein wirklich... sagen wir OP-Strahl hätten, den wir platzieren könnten und dauerhaft an der Stelle Schaden macht. Und gerade bei unten bei Ridley kann man ihn an einer ganz bestimmten Stelle platzieren, dass Ridley ihn immer mitnimmt und sich damit selbst eigentlich umbringt. Weil der hat auch sehr hohes Potenzial zu Softlocken, ne? Oder ja. nicht zu Softlocken, sondern richtig zu Hardlocken. Ja, das Spiel ist wäre, wenn wir müssen ihn chargen, wenn wir ihn nicht chargen würden und einfach so schießen, würde das Spiel einfach zusammenbrechen. Schade, dass wir ihn gefunden hätten. Vielleicht hätten wir ihn dann am Ende bei Mother Brain gesehen, aber vielleicht finden wir ihn ja durch Zufall noch. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Items jetzt einsammeln. Wir haben ja soweit alles, was wir brauchen. Ja, wir haben alles. Wir sind ja jetzt nur noch auf dem Weg zum letzten Boss. Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind jetzt seit einer kleinen Weile auch schon im Go-Mode. Also Go-Mode in Randomizern heißt halt immer, mit dem, was wir jetzt haben, können wir das Spiel beenden. Und wir müssen jetzt im Grunde nur noch die, insgesamt müssen wir alle 4 Bosse besiegen. 3 haben wir jetzt schon besiegt. Phantoon, Crate und Ridley. Jetzt fehlt halt nur noch Trigon. Und die 4 Bosse müssen wir besiegen, weil wir auf dem Weg zu Mother Brain steht uns eine große Statue im Weg, die aus diesen 4 Bossen besteht. Und jede Statue hat halt so ein, ja, so, da blinkt das Auge. Und wenn wir den entsprechenden Boss besiegt haben, hört das Auge auf zu blinken. Wenn alle 4 Augen aufgehört haben zu blinken, öffnet sich da halt ein Fahrstuhl. Ja, die versperren uns nämlich den Weg zu Mother Brain. Genau. Und zu The Baby. Richtig. Und Bible Thumb bereithalten. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Nein! Niemand kennt doch dieses Spiel. Jetzt ist alle das Spiel gespoilert. Hi, J-Gamer. Ja, wir haben gerade auch einen Trick gesehen, indem wir irgendwie nach oben geschossen haben, sind wir ein ganz kleines Stück höher gekommen und mussten nicht großartig springen. Übrigens, diese Szene mit der Röhre da eben, mit dem Kaputtmachen der Röhre, die hat man sich mittlerweile so sehr gewöhnt, dass das eigentlich nichts Besonderes mehr ist, aber das ist damals absolut genial gewesen. Ja, als ich das erste Mal das so gesehen habe und da lang gegangen bin, habe ich, glaube ich, aus Versehen nur eine Power gezogen und war dann voll schockiert, so, wow, was? Weil der Spiel ja auch nicht sagt, so, ja, zünd doch da mal eine Power. Richtig. Aber da ahnt man ja auch nicht, dass man da halt quasi außerhalb der Welt gehen kann, dass es auch der richtige Weg ist. Ja, Super Metroid ist halt einfach so ein faszinierendes Spiel, was so viele Techniken und sonstiges hat. Mhm.
Hier übrigens wäre die eine Stelle gewesen, wo wir mit dem Spacer durchgekommen wären. Da hätten wir die Speedblöcke, durch die wir gerade durchgegangen sind, kaputt machen hätten können. Ah, okay. Also hier nutzen wir gerade auch die, den X-Ray, um mehr Schaden zu machen. Das ist gerade bei dem Boss sehr wichtig. Nützlich ist, glaube ich, das bessere Wort dafür in dem Moment. Weil die Schlange, ich vergesse immer wieder den Namen der Schlange. Bootwon. Ah ja, genau. Oder Bootwon, oder keine Ahnung, wie man ihn im Englischen ausspricht. Weil da halt sehr viel RNG hintersteckt. Also nach der ersten Phase zumindest. Und ja, da kann sich der Kampf schnell mal ein bisschen in die Länge ziehen. Aber so können wir Bootwon halt ganz schnell besiegen. Sieht man in den meisten normalen Speedruns nicht, weil wir da einfach den X-Ray-Visor nicht einsammeln. Wozu auch? Ne? Für mehr als das ist er ja kaum geeignet. Während wir jetzt gerade übrigens Dragon machen, was wir hier am Anfang machen, ist die Elektrizitätsfelder in dem Sinne frei machen, damit wir gleich mit dem Grapple da rangehen können, sobald uns halt Dragon in die Arme nimmt und uns umarmt, weil er uns ganz doll lieb hat. So, in der Zeit gucke ich aber mal gerade nach, wie das Incentive aussieht. Wegen Kill und Save the Animals. Mhm. Die da gerade sind. Die Blue Suit werden wir wahrscheinlich nicht sehen jetzt, ne? Sehr unwahrscheinlich. Wer kann. Oh, hier wird gerade der Trick benutzt, von dem Bademantel geredet hat. Mhm. Wir haben zusammen mit dem X-Ray gerade den Besuch. Mhm. Auch interessant. So. Also, ja gut, aber dann macht es auch Sinn, dass wir die Blue Suit nicht benutzen. Also die Blue Suit würden wir im Dragon-Kampf auslösen. Das ist eine Technik oder ein Glitch. Ganz wichtig, ist nicht beabsichtigt. Bei dem wir im Grunde gleichzeitig den Shinespark benutzen, also dieses Dashen. Und halt Dragon besiegen. Und dadurch haben wir ja so einen blauen Schimmer, so eine blaue Suit. Und diese blaue Suit ist eigentlich so ein gespeicherter Shinespark, den wir dann in einem bestimmten Raum einsetzen können, um da schneller durchzukommen. Also den können wir halt endlos lange behalten, theoretisch. Ja. Das wird natürlich sehr schwer, den so lange zu behalten. Weil sobald wir getroffen werden, also wenn wir wirklich getroffen werden, zum Beispiel durch hier die kleinen Mother Brains, dann würden wir ihn verlieren. Genau. Sobald wir irgendwie Schaden kriegen. Profi sagt übrigens Metroids. Nein. Ja, also ja. Warum sage ich klar? Ja, klar. Irgendwoher hat das. Ich war gerade selber ein bisschen verwundert, warum die kleinen Mother Brains. Obwohl ich die Bezeichnung gar nicht schlecht finde. Ja, sie sehen halt so aus. Ich habe früher, als ich das erste Mal Metroid gespielt habe, nicht verstanden, was die Metroids sind. So, obwohl es ja halt auch direkt am Anfang erklärt wird. Ja, eigentlich schon. Ja, gut, aber wahrscheinlich konntest du damals auch nicht so wirklich Englisch in dem Alter, oder? Ja, ich weiß es jetzt nicht. Hm? Also ich habe das Spiel gespielt, da war ich 14 oder so. Das Ach so, Mal. Ja gut, da könntest du das eventuell schon. Ich hätte es lesen können, aber sagen wir mal so, zu der Zeit habe ich irgendwie alle Texte geskippt und dann versucht, alles selbst zu machen. Ach so, ja gut. Texte sind langsam. Ja gut, das stimmt. Texte liest man nicht. Story braucht man nicht. Genau. Und Maggot Warrior, schlaf gut. Na? So, und jetzt haben wir übrigens auch hier den Boss schon besiegt. Mhm. Und gehen jetzt zum Mother Brain. Genau. Übrigens, der Blue Suit würde doch allgemein nichts großartig bringen, weil wir ja eh schon die School Attack haben. Ja gut, stimmt. Dann kommen wir dann da auch schneller durch. Ist halt eine Technik, an sich kann man damit ein bisschen Zeit sparen, aber dadurch dauert der Dragon-Kampf an sich halt auch wieder ein bisschen länger als mit der Variante, die wir jetzt hier gesehen hatten, mit dem X-Ray. Also unterm Strich hätten wir mehr Zeit gebraucht. Ja, vor allem, weil wir auch nicht rennen hätten können. Ja, stimmt. Geht dann ja auch nicht. Hexe braucht man nicht. Im Hintergrund hört man Yukis Herz zerbrechen. Oh. Sorry, Yuki. Ach, Yuki hat kein Herz, keine Sorge. Übrigens, hier eine sehr schöne Kleinigkeit, die jeder Randomizer einbaut. Hier würde eigentlich eine Cutscene kommen, die uns zeigt, wie diese Statue aktiviert wird. Wenn man es so nennen möchte, ja, die wird geskippt. Jo. Dadurch kommen wir direkt zum Fahrstuhl. Was leider schade ist, im Dash-Randomizer sind die Fahrstühle immer noch mit derselben Geschwindigkeit. In den Barrier-Randomizern wäre es der Fall, dass die alle
sehr schnell runtergehen. Mhm. Also fast instant. Das schwarze Ding, das mit mir das, was das Koffein durch meine Adern treibt. Oh wow, Yuki. Oh wow. So, in den Abschnitt müssen wir jetzt immer alle Metroids besiegen, damit die nächste Tür aufgeht. Oh, die halten aber eine ganze Menge aus hier. Ja, das war jetzt auch gerade ein bisschen verwirrend für mich, dass die so viel ausgehalten haben, hatte ich auch irgendwie nicht auf dem Schirm. Wir versuchen die halt immer so zu bündeln, also sprich, nach Möglichkeit mehrere Metroids so an einem Fleck zu haben. Dann frieren wir sie ein und schießen mit Supermissiles drauf. Können wir immer mehrere gleichzeitig töten. Hier sieht man es jetzt ganz gut. Ja, obwohl einer hängt da oben, glaube ich, noch. Nee, doch nicht, okay. Nee. Sind alle mitgekommen, waren alle brav. Oh. Und hi, Trollpool. So, das ist eigentlich so geil inszeniert hier mit diesen ganzen ausgetrockneten oder ausgesaugten Kreaturen. So, mal schauen, ob wir den Babyskip schaffen. Also, bis jetzt habe ich immer gesehen, dass er geschafft wurde. Ich bin gespannt. Okay. Willst du erklären, was genau passiert? Ja, kann ich machen. Also normalerweise ist es hier vorgesehen, dass wir jetzt vom Baby angegriffen werden, also von dem großen Metroid dort. Die saugt uns dann aus, bis auf einen HP runter. Und dann realisiert sie, hey, das ist doch die mich damals vom Planeten SR388 gerettet hat. Also das ist doch meine Mama quasi. Und dann rennen wir hier mit einem HP rum. So wie wir das jetzt gemacht haben, haben wir uns diese ganze Sequenz aber gespart. Das heißt, wir müssen jetzt, also links könnten wir jetzt unsere Energie wieder auffüllen. Das wäre nämlich eine ganz schlechte Idee, hier mit einem HP durchzurennen. Links hätten wir die Energie auffüllen können, das sparen wir uns. Wir haben uns die Sequenz an sich gespart, ne, und ja, können da halt einfach durchrennen. Ist aber ein bisschen anspruchsvoll, wie man gerade gesehen hat. Muss man erstmal hinkriegen. Aber es saved halt wirklich Time, weil das Metroid wirklich all unser Leben durchsaugt. Und ja, das kann je nachdem, wir haben jetzt wie viele? 7 Energy Tanks plus noch den Auto-Refill. Ja, genau, das dauert. Das wird so knapp eine Minute dauern. Was wir hier machen, das ist ganz interessant. Also normalerweise würden hier überall so eine roten Barrieren sein. Die müssten wir eigentlich erstmal alle wegschießen. Das Spiel lädt die Barrieren aber immer nur dann, wenn halt die vorherige Barriere zerstört wurde. Damit halt immer nur eine Barriere auf dem Bildschirm ist, das spart halt ein bisschen Speicher. Wir können zu einer ersten Barriere aber durchglitschen. Dadurch wird die zweite nicht geladen und dadurch kann auch die dritte nicht geladen werden und immer so weiter. Das heißt, wenn wir an der ersten einmal vorbei sind, sind die anderen Barrieren quasi alle verschwunden. So, das war der erste Mother Brain Kampf eben. Jetzt kommt die zweite Phase. Wir sind übrigens fast am Ende. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch der Fight gegen Mother Brain. Und die Fluchtsequenz dann. Ja. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie es gerade steht bei Save oder Kill the Animals. Genau, das wollte ich sagen. Es steht übrigens $50 für Kill, 5 für Save. Oh. Also wir werden leider die Animals nicht mehr sehen. Es sei denn, kommt jetzt noch eine Snipe-Spende ganz zum Schluss. Ja. Also, spendet $100 für Save the Animals. Geht einmal die Animals. Und Tripo, richtig, the baby, haben wir gerade gesehen. The baby, richtig. So, jetzt kommt, ja genau, jetzt kommt schon der Beam. Und ja. Hier gibt's doch jetzt auch einen kleinen Glitch gleich, ne? Also ich kenne, wie gesagt, nur den Megabeam, den man hier benutzen würde, was dafür sorgen würde, dass Mother Brain die ganze Zeit Schaden bekommt. Mhm. Aber da wir ja halt kein Wave Beam haben, können wir auch keinen Megabeam machen. Hier könnten wir uns nämlich eigentlich gar nicht mehr bewegen an der Stelle. Und da haben wir uns jetzt quasi rausgeglitscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau es funktioniert. Da hätte ich jetzt vorher nochmal nachgucken müssen. Auf alle Fälle konnten wir Mother Brain dann jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen beschießen. Wir dürfen ihr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nicht zu viel Schaden machen, weil wenn sie stirbt, bevor der eigentliche Kampf weitergeht, dann kann das Spiel halt auch abstürzen. Ja. Das Spiel hat viele Möglichkeiten abzustürzen. Oh ja. So, und ja, das Baby ist natürlich jetzt sicher, dem passiert nichts. Also normalerweise würden wir hier nicht rumhüpfen können. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Normalerweise würden wir da geschwächt am Boden hocken und das Baby hat halt die Energie von Mother Brain rausgesaugt.
Und hätte das auf uns übertragen. Und dadurch würden wir jetzt hier den Hyperbeam kriegen. Den werden wir gleich auch im Einsatz sehen, allerdings nur kurz, weil wir können Mother Brain... Moment, ich muss einmal Enter drücken, so. Ganz wichtig. Baby Metric ist tot. No. 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 Alle Pumps. So, da sehen wir jetzt den Hyperbeam. Das ist dieser sehr, sehr bunte. Und dadurch, dass wir Mother Brain jetzt im Vorfeld schon die ganze Zeit Schaden gemacht haben, sind wir hier halt um einige schneller durch. Sonst würde der Fight so gefühlt noch eine Minute gehen. Genau. Aber so ist er jetzt schon vorbei. Richtig. So, Fluchtsequenz. Und jetzt an der Stelle ist immer das Incentive für Save and Kill the Animals vorbei. Das heißt, das, was jetzt da steht, das gilt dann auch. Und das ist leider kein. Okay. Eigentlich ein bisschen schade, weil sonst hätten wir ein ganz kleines bisschen mehr noch gesehen vom Spiel. Ich meine, ist halt auch nur ein kleiner Umweg. Da, wo wir die Powerbomben, da wo wir, nicht Powerbomben, die normalen Morphball-Bomben normalerweise kriegen im eigenen Spiel. Weiß gar nicht mehr, was wir jetzt hier bekommen hatten im Randomizer. Da hatten wir, das erste Item war... War das nicht die Screw-Attack sogar am Anfang direkt? Ja, stimmt. Ich glaube, da war die Screw-Attack drin. Da war doch direkt die Screw-Attack. Genau. Und da sind halt ein paar Tiere. Oh, das hat leider nicht funktioniert gerade. Ja, ich sitze jetzt gerade auch. Jetzt. Wir wollten uns eigentlich direkt durchdashen, aber sind... Genau. Ja, leider ist eine Plattform gekommen. Genau. Ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, aber hat halt ein paar Sekunden gekostet. So, und zwar hier könnten wir jetzt runter... Hm? Rettet sie die Tiere jetzt doch? Hä, das ist nein, eigentlich ist Kill hat gewonnen. Perfekt Hunt. Hä? Okay, komisch. Ja, ich glaube, es wurde hier gerade von der Regie gesagt, oder so, dass das Kill. Das glaube ich nicht auch. Da hätten wir jetzt einfach nur in den nächsten Raum gehen müssen, hätten da hinten eine Wand aufschießen müssen und dann hätten die Tiere entkommen können. Im Abspann. Ja, Time, genau. Da hätte sich sogar der Abspann ein bisschen geändert. Und zwar, Moment, wir werden es gleich sehen. Also der ganze Planet explodiert jetzt. Vorher fliegen wir natürlich vom Planeten. Und dann sehen wir, wenn wir die Tiere gerettet haben, auf der rechten Seite noch so einen kleinen hellen Streifen. Das ist halt das Raumschiff der Tiere. Und Kanon ist tatsächlich, dass wir die Tiere gerettet haben, weil wir die in Metroid Fusion wiedersehen. Das spielt ja nach Super Metroid. Das würde aber ja keinen Sinn machen, wenn die hier gestorben wären. Ja, so. Aber jetzt sind sie leider hier gestorben. Genau. Schade. Wo Samus hinfliegt, explodiert aber alles. Oh ja. Ich finde gerade übrigens den Kommentar im Main-Chat sehr schön. Hi Animals, bye Animals. So, jetzt ich bin gespannt, ob wir jetzt noch die Prozentsätze sind. Ich würde jetzt gerne echt wissen, wie viel wir gesammelt haben. Ich sage, oh Gott, schwer zu sagen, 60%. Ja, ich bin auch schon so um 50 rum auch schon gewesen. Wir haben ja viele der wichtigen Items relativ früh gekriegt und haben deswegen halt viele Missile-Container und sowas nicht eingesammelt. Ja, uns haben ja in dem Sinne auch nur die Powerbombs gefehlt. Morphball-Bombs, wieso verwechseln wir die heute? Und der, Wavebeam, genau. Und vielleicht hier und da noch ein paar Missiles, Tanks oder ähnliches. Deswegen. Ich will den 1024% ansehen. Ja. Ah, nee, lassen wir mal lieber für heute. Der dauert ein bisschen. Also, es gibt hier so ein in Anführungsstrichen, New Game Plus. Ist natürlich geglitscht. Und damit können wir halt mehr als 100% haben. In dem Sinne spielt man das Spiel dann knapp 10 Mal durch, genau. Um auf die 1000 zu kommen. Ich glaube, 1024 ist halt auch das Höchste, was da angezeigt wird. Jo. Aber ja, das war der Metroid Randomizer. Das Schöne an so einem Randomizer ist, wir sehen hier halt Tricks, die man manchmal auch einfach in einem Any% nicht sehen würde. Deswegen hier. Hi, Yuki. Hallo, Yuki. Oh. Ja. Fünf Statistiken hier noch. Zeit in Türen, wow. Ja, stimmt. Randomizer haben immer noch ein paar nette Statistiken. Gerade auch der Link to the Past hat dann auch immer, genauso wie Super Metroid hier, die Anzahl, wie lange haben wir gebraucht, bestimmte Dinge zu erreichen.
Aber finde ich cool. Ich mag Statistiken, ja. Oh, geil. Wir kriegen sogar angezeigt, wo die Major-Items waren. Wo war dann jetzt... Oh. Steht das hier? Oder werden die... Habe ich die jetzt überlesen? Skulltech, Energy Tanks? Wusste ich auch nicht. Aber ich habe gerade eben überlesen. Oder sie stehen wirklich nicht als Major-Item drinnen, die... Morph-Ball-Bombs. Ach so. Dann sind sie wirklich kein Major-Item. Huh. Und okay. Kriegen wir noch eine Prozentzahl? Oh, hier werden sogar Sekunden angezeigt. Ja, ganz spannend. Das kennt man ja gar nicht. Ja, also Super Metroid hat zwar eine Sekundenanzeige in dem Sinne, die steht aber immer auf 0-0. Deswegen, das sieht man auch im Leaderboard, da steht dann immer, weiß ich, ich sag mal ganz blöd, 1-13-0-0. Oh, Badeanzug, Samus. Oh nein. 94. Schon ein Weilchen her. Ja, so ein kleines bisschen. Mehr als 3 Jahre bestimmt. Kennst du den Cheatcode für Metroid 1? Dieses Passwort, mit dem wir alles freischalten am Anfang und halt im Badeanzug rumrennen? Nee, übrigens, wir haben 50%. Ja, hey. Wow. Du hast richtig gelegen. Cool. Nee, der Cheatcode war Justin Baileys. Und da gab es dann Ewigkeiten über Diskussionen, ob das jetzt wirklich ein Name ist, ob der da irgendwie mitgewirkt hat. Da konnte aber nie jemand was rausfinden. Und das scheint tatsächlich ganz zufällig so ein normaler Name zu sein. Es gab irgendwie, ich glaube, 3 Justin Baileys, aber die hatten mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist ja auch nice. So. Und dann gab es aber auch die Theorie, dass es Just in Baileys sein soll. Und Baileys ist wohl irgendwie ein australischer Slang für Badeanzug. Ha. Also da gibt es aber so verschiedene Theorien. Fand ich mal ganz interessant. Jetzt habe ich was gelernt dazu. Oh. Weniger Theoretiker. Verpassen Sie nicht die nächste Episode. Genau.